Im ersten Teil unseres Zweiteilers Jagen in Südafrika nahmen wir Sie mit auf die Pirsch, auf die wilden Bergriedböcke der Karoo. Erleben Sie jetzt die Jagd auf Plains Game in der Savannenlandschaft der Karoo. Während die beiden Halali-Redakteurinnen Tanja Dautzenberg und Ilka Dorn bereits erfolgreich je einen Bergriedbock erlegt haben, geht es nun mit dem Jagdreiseanbieter Side-by-Side-Safari in den flacheren Teil des weitläufigen Reviers, um dort auf Plains Game, wie zum Beispiel Springbock und Impala, zu jagen. Bei der Fahrt ins Revier haben Pro-Hunter Björn Jensen und sein Tracker Adam zwei Impala-Böcke entdeckt, die die Jägerinnen nun versuchen anzupirschen. Die strauchige Landschaft bietet gute Deckung. Doch bei den Dornen der stacheligen Akazienbäume müssen alle aufpassen, dass sie sich nicht verletzen. Ein kleines, ausgetrocknetes Flussbett bietet auf den ersten 100 Metern die Möglichkeit, dass sie näher an das Wild herankommen können, ohne entdeckt zu werden. Immer wieder muss Björn Ausschau halten, ob die beiden Böcke nicht weiterziehen und somit außer Sichtweite sind. Oder ob anderes Wild plötzlich auftaucht und die Pirsch erschwert. Doch die kleine Gruppe kommt gut voran. Für die letzten Meter jedoch müssen Björn und seine Gruppe das Flussbett verlassen und auf offenerem Gelände weiterpirschen. Doch das Wild lässt sich nicht stören und so kommen die Jäger auf knapp 200 Meter an die beiden Impalas heran. Ihre Blaser K95 fertig und bereitet sich auf den Schuss vor. Der böige Wind bläst stark von der Seite. Und die Entfernung ist nicht zu unterschätzen. Yes, reload. Doch der Bock zeichnet gut und verschwindet hinter den Büschen. Björn ist sich jedoch sicher, dass das Stück liegt. Nur noch ein Impala-Bock flüchtet hinter den Sträuchen heraus und verschwindet dann am Horizont. Dennoch hält er immer wieder an und wartet noch ein wenig, bevor sie dann alle gemeinsam an den Anschuss gehen.
Björn findet am Anschluss die Eingriffe. Und kurze Zeit später entdeckt Adam dann auch den ersten Schweiß. Looks like a hot long blood, huh? A little bit from the heart, it's very dark, so I think it's a very good shot. Langsam folgen sie der Schweißfährte und entdecken auch schon bald den verendeten Impala-Bock hinter einem Busch. Nur knapp 40 bis 50 Meter vom Anschuss entfernt. Oh yeah, you see him, he's behind the bush here. Yeah. Okay, he is finished. Die Erleichterung bei Ilka ist groß. Ist es doch immer eine Zitterparty, wenn man nicht gleich sehen kann, ob das Stück liegt oder eventuell doch nur krank ist. Perfect. Beautiful Impala. Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Good shooting. That was a good stalk we had on this guy. Weidmanns Dank. Good tracking. Am nächsten Tag dauert es etwas, bis die Jägerinnen auf passendes Wild stoßen. Tanja möchte gerne einen Springbock erlegen, doch ist die Wildart hier nicht so einfach zu bejagen. Springböcke ziehen in großen Herden durch die Savannenlandschaft und in dem offenen Gelände ist immer ein Stück aus der Gruppe aufmerksam, was die Pirsch anspruchsvoller macht, als man vielleicht denkt. Ein Kaktusfeld bietet ein wenig Deckung, als Björn am Horizont eine kleinere Gruppe entdeckt. Langsam pirschen die Jägerinnen näher heran und immer mehr Springböcke tauchen auf. Doch noch ist die Entfernung zu weit und der Weg dorthin stachelig. Und dann wird es erst richtig schwierig. Offene Savanne auf den letzten Metern. Zu offen, um das Wild direkt anzugehen. Und so wählt Björn einen Umweg, um im Schutz einer Strauchgruppe näher heranzukommen. Das Wild wird unruhig, doch die Entfernung ist immer noch zu weit. Jetzt muss sich die Gruppe beeilen und darf keinen Fehler machen. Doch das Glück ist auf ihrer Seite. Während der Großteil der Herde Richtung Horizont zieht, nähern sich zwei ältere Böcke den Jägern. Und Tanja geht in Anschlag. Björn spricht noch einmal in Ruhe das Wild an und Tanja wartet auf die Freigabe.
Sobald diese gegeben wird, zögert sie nicht und schießt. We were lucky. Straight down, huh? Oh. It just went out perfect. Yeah. Huh? Yep. Unbelievable. They but they didn't smell us, and the sun was right. So. What's the 100 meters? Yeah. Not further. Eine schwierige Pirsch, und nur mit ein bisschen Glück war es der Jägerin möglich, heute noch ihren ersten Springbock zu erlegen. Oh. That's a great Springbock. Beautiful animal. Huh? Bite man's heil. Bite man's dank. That is a beautiful, beautiful old Springbok ram. Can you see here? Yeah. It have opened up now. It just raises the hair just short after it have been shot for 1 or 2 minutes, and then they close down again afterwards. And a well-placed shot. And this is a nice, nice old ram. The thickness of the horns and he is also worn down with the chips. That's a good animal to take out. Für alle geht damit ein weiterer, aufregender, aber auch erfolgreicher Jagdtag zu Ende. Und das Wild kann zur Weiterverarbeitung ins Kühlhaus gebracht werden. Am nächsten Tag überraschen Björn und Flemming Jensen die beiden Jägerinnen mit einem weiteren Highlight der besonderen Art. Heute steht Fliegenfischen auf dem Programm. Und Guide Alan führt Tanja und Ilka zu einem der schönsten Plätze in der Gegend. Ein kleiner Marsch durch die Wildnis führt die kleine Gruppe zu einem kleinen See am Fuße eines Wasserfalls. Ein idealer Platz, fernab jeglicher Zivilisation. You see, look, there's a whole bunch of them. Mm. There's little wormy things. Yeah. So these all live here. There we go. That little worm-like thing. Yeah. It's looking kind of like this, you see? Yeah. So there you're matching the worms there. The other little creepy crawlies you saw were looking like this. So every chance we're going to fish with those. But I'm going to start with a general one because I know that one works. I've made it for you and it absolutely catches fish. So, that's my job. I've got to try and get you to catch fish. And then. So we're going to try a couple of different techniques. I want to get you each to catch a fish, then I've done my job. Nach einer kurzen Einführung in die Grundzüge und Prinzipien des Fliegenfischens führt Ellen die beiden Anfängerinnen in die Technik des Fliegenfischens ein. Anschließend können beide ihr gelerntes Wissen anwenden und selbst ihr Glück versuchen.
Mit viel Unterstützung durch Alan und etlichen Fehlversuchen gelingt es jedoch beiden, einen Fisch an den Haken zu bekommen. Und so haben die beiden Jägerinnen auf dieser Reise nicht nur viel Weidmannsheil, sondern auch noch Petrihai. Entspannt können beide am letzten Abend noch einmal die Annehmlichkeiten der luxuriösen Lodge in allen Zügen genießen und ihre Erlebnisse noch einmal in aller Ruhe Revue passieren lassen. Um viele neue Eindrücke und aufregenden Erlebnissen bereichert, geht so für Tanja und Ilka eine wunderschöne Reise zu Ende, die sie noch lange in schöner Erinnerung behalten werden.